Das ist ja wink komisch. Mal, hallo. Wink noch mal. Hallo, hallo. Steh mal auf, steh mal auf. Begrüßung. Wow, sehr gut, man sieht dich. Geil, dass du dir so ein Quizpult geholt hast. Und dass du auch deine Quizhose anhast. Ist doch die Quizhose. Ich hab meine Quizhose. Ja. Kannst auch mal aufräumen, ne, im Hintergrund. Naja, auf jeden Fall willkommen zu meiner Quizshow. Die heißt Most Scuffed. Wir haben so ein Jeopardy-Format. Da könnt ihr gleich. Wie? Was? Jeopardy-Format. Jeopardy-Format? Wir fangen jetzt einfach an. Das war das Intro. Man muss mich entschuldigen, er ist seit einer Woche im Sabaton. Und er hatte keine Zeit, sich vorzubereiten und auch keinen Bock, deswegen wird das hier alles improvisiert erstmal. Genau. So, wir stellen jetzt erstmal die Mitspieler vor. Auf Switch geht's. Zu Trimax. Guck mal, boom, das hat auch schon mal funktioniert. Da ist Trimax. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Das Beste ist, wie der Greenscreen nicht zentriert ist. Und man sieht ja, der kippt auch nach hinten weg, ganz schlimm. Ja, das ist Max, das ist unser erster Teilnehmer. Mal schauen, hallo, was er drauf hat. Auf geht's zum nächsten. Das ist Kutscher. Ist das boom schlecht. Oh, Kutscher. Ja, nee, Kutscher. Wow. Wink nochmal bitte, Kutscher, sag mal hallo. Ich winke auf gar keinen Fall. Wie lange 5 Subs, dann winke ich. Okay, weiter zu Stegi. Ja. Ja, Digga, das sieht halt so scheiße aus. Das sieht so dumm aus. Alter, geil. Ja. Ist das dein echter Körper? Ja, zum Teil die Arme, ja. Der Körper, Körper ist nicht. Ja. Geiler Körper. Danke. Wow. Das ist echt dein echter Oberkörper? Ja, ich habe da die ganzen Fotos gebraucht für die ganzen Perspektiven. Ich habe so viele Perspektiven gebraucht. Morgen nutzt du den Stream weiter. Weiter, was ist? Ja, okay. Damit werden alle vorgestellt einmal. Wir haben Stegi, wir haben Kutscher, wir haben Max. Alter. Ich erkläre euch jetzt kurz mal das Format von der Quizshow. Und ich erkläre es mir selber währenddessen auch nochmal. Ich sag quasi eine Aussage und ihr müsst die Frage dazu sagen. Ich sag jetzt zum Beispiel ein kostenloses Kanalabonnement für Amazon Prime-Mitglieder, das für einen beliebigen Partner oder Affiliate-Kanal genutzt werden kann. Was ist Twitch Prime, wäre die Antwort gewesen. Ich erkläre kurz die einzelnen Kategorien. Neuland, wo Plattform und oder Meilensteine des Internets gesucht werden. Killerspiele, alles über gewalthaltige Computerspiele wie Candy Crush und Co. Jugendwörter, in denen wir nochmal einige frische Wörter aus den vergangenen Jahren kennenlernen werden. WTF, merkwürdige Akronyme und deren Bedeutung. Und dann haben wir noch No-Ad, wo unsere Influencer-Dasein auf Herz und Nieren geprüft wird und wir Firmen anhand des Logos erkennen müssen. Romatra versucht ganz doll auf Krampf in der Show irgendwie einen Partner dazu zu bekommen und die zweite Spalte heißt Killerspiele. Wir beginnen einfach mit einem kleinen Tutorial in der Kategorie Twitch. Boah, Transition. Boah. Ich lese euch jetzt die Definition vor und ihr braucht nicht direkt loszuspammen. Die Buzzer werden erst freigeschaltet, wenn ich zu Ende gelesen habe. Diese Kategorie ermöglicht Streamern, ihre alltäglichen Erlebnisse, Gedanken und Meinungen fern von deren Heimcomputer zu teilen. Stegi hat rechtzeitig gebuzzert. Für was? Die Kategorie Just Chatting. IRL wäre richtig falsch gewesen. Fern von deren Heimatcomputer. Oh deren mein Gott. Gesagt, Reisen und Outdoor. Oh, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Oh mein ich Gott. Ich glaube, Reisen und Outdoor hätte ich auch zählen lassen. Ich würde sagen, Max fängt an. Ich nehme No Ad 200. Krass, oder? Zum Einstieg? Ist gut. Wrong. Tabu. Ich drücke. Ach ja, mein Gott, ich check jetzt erst. Das ist Hasbro, oder? Das müsste Hasbro sein, ja. Gut gespielt, Kutscher. Krass, gut gespielt. Danke, ja, geht so. Ja, ich ist Tabu von Hasbro oder war das richtig falsch? Tabu ist auf jeden Fall ein wilder Call gewesen an der Stelle. Dann bist du es dran, Kutscher. Ich nehme mal WTF 300. Diese Abkürzung bezeichnet den höchsten Manager eines Unternehmens und ist normalerweise für die strategische Ausrichtung eines Unternehmens verantwortlich und hat oft auch eine wichtige Rolle in der Unternehmensführung. Stegi war schneller. Ja! Ey, was macht ein CEO? Richtig. Ey, dann nehme ich logischerweise Killerspiele 100. In dieser Techniksimulation von Entwickler Giant Software schlüpft man in die Rolle eines Landwirtes und meistert die alltäglichen Aufgaben auf seinem Bauernhof. Max! Ja? Sehr gut. Ja, du bist es. Simulator. Das ist fucking richtig. Gut gespielt. Alter. Simulator ist auch hier. Falsch sein können. Ja, eigentlich erst, wenn ich fertig gelesen habe, aber wir machen einfach, wir geben einfach frei. Wenn du schneller lest, als ich vorlese, dann ist auch in Ordnung. Was ist, wenn ich jetzt so Killerspiele 500 nehme? Ist das irgendein Nachteil für mich? Nö. Nö. Nehme ich wahrscheinlich, ne? Jetzt machen wir Jugendwörter. Eine passive, unentschlossene, zögerliche Handlung. Häufig verwendet ihr, um jemanden zu beschreiben, der langsam handelt und eine Situation nicht aktiv angeht. NPC? Boah, strong. Boah, falsch. Nee. Was? Wäre strong gewesen. Wäre strong, hätte ich auch gedacht. Das ist echt ein richtiges Scheißwort. Minus 400? Ja, du hast 500 Punkte verloren durchs falsche Antworten. Kann ich 300 Punkte abgeben? Die Jugendwörter sind ja nicht wirklich jetzt aus der Gesellschaft oder aus irgendeiner gewissen Bubble. Die sind ja meistens einfach richtig seltsam gewählt. Checkt ihr? Also, das Wort habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört. Ja gut, dann lösen wir auf. Das Wort wäre Merkel. Oh mein wie Merkel Gott. Nur nie mit gehört. Ich auch nicht, Alter. Also, ich habe die Definition gelesen sogar. Ich habe schon mal gehört, aber ja, ja. War jetzt nicht wirklich Killerspiele, was du da bekommen hast, aber du hast deine Minuspunkte trotzdem bekommen, Max. Dann nehme ich mal Neuland 300. Eine soziale Blogging-Plattform, die für ihre kreative Community und die Möglichkeit, eine Vielzahl von Inhalten zu teilen, bekannt ist. Im Jahr 2013 wurde sie vom Technologieunternehmen Yahoo für insgesamt 990 Millionen US-Dollar verkauft. Kutscher hat
gewonnen. Pinterest? Die Antwort ist Tumblr. Ups. Oh, ah. Sorry, hey, mein Fehler. Hallo, ich wollte ja, mein Gott, sorry, mein Fehler. Mein Fehler. Krieg die Punkte. Es ist so stark. Wir löschen die Frage einfach. Ich hebe die Schere. Die Schere zu heben. Ihr habt ihr das verboten? Ich hebe die Schere. Ich hebe Alter, die Schere. Ich wollte auf Tumblr sagen. Die Eli-Bubble reinkommen. Och, du bist dran, Stegi. Ich will jetzt nicht mehr. Dann nehme ich Neuland. 400, so. Nachdem der CEO eine Geldstrafe für eine viel zu spät abgegebene DVD bezahlen musste, gründete er im Jahr 1997 einen DVD-Verleihdienst, der sich mittlerweile zu einem der größten Entertainment-Unternehmen der Welt entwickelt hat. Mann, ich habe so durchgespammt, so eine Scheiße. Max, du kannst jetzt wieder Punkte sammeln. Killerspiele 500. So, da haben wir es doch. Eine Videospielserie aus dem damaligen schottischen Entwicklerstudios DMA Design, die Elemente aus Action-Adventure, Rennspiel und Third-Person-Shooter zusammen in einer riesigen Open-World verbindet. Hättest du das Spiel gekannt, Wieland? Kennst du das Spiel? Ich muss mich leider jetzt erstmal enthalten. Ah, nee, kennst du es, kannst du ja sagen. Ich kenne das Spiel und es ist auch ein sehr, sehr beliebtes Spiel. Dann muss ich es probieren. Action-Adventure, Rennspiel, Third-Person-Shooter ist alles und Open-World, alles GTA, aber das Entwicklerstudio kann das Falsche sein. Ist richtig, ist korrekt. Alter, GTA ist die richtige Antwort. Zum Ficken ist das. Oder was? Der GTA 1 wahrscheinlich oder GTA 3. Das war ja auch früheres schottisches, also wenn du da Rockstar hinschreibst, dann ist ja ganz direkt klar, ne? Dann weiß Alter, ja jeder direkt. Jo, dann nehme ich mal No Ad 300. Ich denke, da könnt ihr direkt buzzern. Buzzer-Mechanik ist Skaft. Amazon ist korrekt. Ja, dann nehme ich WTF 100. Dieses Akronym wird verwendet, um auszudrücken, dass man Finger, übergehend ne? nicht verfügbar ist, zum Beispiel, weil, achso, Kutsch hat schon längst gedrückt. Och, naja. Mann. AFK. AFK ist richtig. Geil, 100 waren aber, Punkte. Waren aber auch nur 100 Punkte dann. Die gönne ich dir, Kutscher. Das gönne ich ey, dir. Ey, das ist voll lieb. Jetzt ist Max dran. No Ad 500. Also es sind ganz doll die Farben von, das sind die Google-Farben. Aber stopp, es ist nicht das, es ist auf gar keinen Fall das Google-Logo. Ich muss Google sagen, als ob irgendjemand die Farben hat. Nein, das stimmt schon, weil guck mal, das L ist klein. Das passt schon. Weil, guck mal, G ist groß, O. Und dann die Abstände passen, das ist voll recht. Google ist richtig. Also wirklich. Das ist einfach abstrahiert. Props, okay. Das war einfach so. Das war Anforderungsbereich 3, die Aufgabe. Wer ist jetzt Romatra? Kutscher ist dran. Okay. Ich will gemerkt. Mal so ein Jugendwort für 200. Ein Jugendwort für 200 sollst du bekommen. Dieser Ausdruck wird häufig in Online-Spielen oder sozialen Medien verwendet, um jemanden zu beschreiben, der verdächtig oder unheimlich erscheint. Jetzt kann keiner schnell drücken. Nee. Du hast auch schon gedrückt. Okay. Mann, der liest vorher schon. Ist richtig. Sass. Gib mir Killerspiele 300. Alter. Killerspiele 300 soll uns sein. Alter. Ein Koop-Survival-Shooter, in dem die Spieler eine Festung errichten müssen, um sich in der Nacht vor Zombies zu schützen. Seine Popularität erlangte das Spiel allerdings erst mit dem Release des Battle Royale-Modus. Kutscher, ich weiß nicht, liest du so schnell oder? Ja, ich lese schnell. Fortnite? Aber ist richtig. Aber das hätte eigentlich auch Max haben müssen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedrückt, wo du nur die erste. Ich habe den Rest alles selber gelesen und sofort gedrückt, aber ja, er war same. Trotzdem schneller. Ich lese halt nicht alles, sondern ich scanne einfach nach Keywords und da stand Zombie-Apokalypse und Festung. Und ich habe Fortnite gedrückt. Studiert hier noch. Guck What mal, the fuck? Ja. Neuland 100. Gegründet im Jahr 2005 hat sich diese Plattform zu einem der wichtigsten sozialen Medien für das Hochladen und Anschauen von Videos entwickelt. Sie bietet den Nutzern, Kutscher hat schon gedrückt. YouTube. Och Mann. Ist richtig. WTF 400. Jetzt dieses Akronym bezieht sich auf das Regelwerk, das den Straßenverkehr in Deutschland regelt. Sie enthält Vorschriften und Bestimmungen, die Verkehrsteilnehmer einhalten müssen. Oh, Stegi, ja. Da habe ich ein bisschen zu früh gedrückt. Same, ich war auch so kurz davor, fuck. Die Straßenverkehrsordnung, deswegen die ja. STVO. Ist korrekt. Ist oh richtig. Mein Gott. Oh. Ist richtig. Alter, ich habe jetzt ein Strafgesetzbuch gedacht. Ja, ich habe genau dasselbe Gedankengang. Alter. Dann habe ich wieder vergessen, wer dran ist. Dann bist du es dran, Stegi. Ich nehme dann No Ad 100. Ja, Kutscher, das hast du gedrückt? IKEA. Ist korrekt. No Ad 400. Ja, hätte ich auch gemacht. No Ad 400. Oh, Max hat schon gedrückt. Och, Mann. Lego? Ja, 100 Pro. Das ist richtig. Jugendwörter 300. 2013 gewann ein oft in der Jugendsprache verwendeter Begriff, der Bewunderung für jemanden ausdrückt, der erfolgreich oder fähig ist, so wie jemand. Kutscher hat schon gedrückt. Da bin ich jetzt mal gespannt, Kutscher. Ich dachte 2012, fuck, das wäre glaube ich YOLO gewesen. Meine Antwort für jemanden, der... Nee, nicht nochmal lesen. 3, 2... Ja, ich weiß es nicht. Okay. Geben wir den Buzzer jetzt wieder frei, Max hat er das gedrückt. Ich war schockiert, ich glaube, es ist Babo. Es ist Babo? Warum wisst ihr sowas? Ich habe letztens die Jugendwörter der letzten 15 Jahre gesehen und ich war schockiert, dass fucking Babo dabei war. So eine Scheiße. Ist es so schwierig, den Überblick zu behalten, wenn man geisteskrank keinen Durchblick hat? Wenn man seit 8 Tagen durchzieht und die ganze Zeit übertrieben kommt. Kopfschmerzen hat und sich nicht vorbereitet. Yo, dann gib mir die Killerspiele 200, klar. Dieses Battle Royale ist bekannt für seine bunten und witzigen Charaktere und Level. Es kreist Elemente. Ja, Stegi? Ist ja klar. Fortnite. Falsch. Gib den Wasser frei, Junge. Max hat's. Hä, wie hat Max das? Du kannst nicht so schnell klicken. Ich habe einen unendlich krassen Ping, okay? Jugendwörter
100. Das Jugendwort aus dem Jahre 2021 ist ein Ausdruck für etwas, das peinlich oder unangenehm ist. Es kann sich auf Verhalten, Sprache, Musik, Stegi. Cringe. Mann. Perfekt, ist richtig. Oh. Junge, Kutscher. 400 Punkte, ich hab dich eingeladen, weil ich dachte, du kannst das. Junge, du kastrierst meinen Ping. Du hast mich gehackt. Was sagen die anderen zwei Teilnehmer dazu? Das stimmt, stimmt wirklich. Oh Mann, ey. Ich gebe immer wegen Ping. Ich will Neuland 500. Diese Organisation ist bekannt für ihre Arbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz. Gegründet im Jahr 2005 hat sie seitdem einige der bedeutendsten Fortschritte in der Sprachverarbeitung und Textgenerierung erzielt. OpenAI, die ChatGPT-Macher. Ist richtig. Die einzige Firma, die ich kenne. Ey, ich glaube, ich habe Steam Download auf. Das fasse ich. Okay, Wieland, sag, was Wieland, du sagst. Ja. Dein Quiz ist doch nicht rigged. Ich nehme alles zurück, ich bin schuld. WTF 500. Oh, Alter. Ey. Ja. Eine Institution, die 2018 mit einem Beitragsaufkommen von 8 Milliarden Euro unter anderem 22 Fernseh-, 67 Radiosender und eine Vielzahl von Online-Plattformen finanzierte und mehr als 25.000 Mitarbeiter beschäftigt. Ich hab was im Kopf, aber ich will es nicht drücken. Stegi hat schon gedrückt. Radio, Television, Luxemburg, RTL. Oh, RTL. Falsch. Aber da hat jemand... Selbst schuld. Ich probiere was, komm. Ich muss jetzt riskieren. ÖR? Auch falsch. Oh, ich weiß. Hey, warum ist das falsch? Jetzt drücke ich auch. Ich drücke jetzt auch. Jetzt ist mir alles egal. Ja, Max. Funk. Auch falsch. Oder was? Ich will nicht. Jetzt ist durch. Jetzt ist durch. Wir haben alle 500 Punkte verloren. Du darfst ruhig sagen, was du denkst. Aber GZ. Wegen Beitragsaufkommen. Ist richtig. Ja, mit dem einen Wort hätten wir nur lesen müssen. Das mit Beitragsaufkommen. Hey, GZ ist finanzierte. Oh Gott. Ja, aber das ist ja nur ein Teil davon. Das war echt dumm zu drücken. 200. What the fuck 200. Diese Buchstaben stehen für eine Abkürzung, die den Unterschied zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt betont und wird oft in Online-Kontexten verwendet. Ja, Stegi? Hä? Mann. IC. Falsch. IRL. Ist richtig. Nochmal IRL. Nochmal IRL. Ja, ich weiß. Gott. Ich weiß, ist ein bisschen tricky. War ein bisschen tricky. Tricky aka Scuffed. Ja, dann kommt Killerspiele 400. Eine in 2003 veröffentlichte Vertriebsplattform für Spiele, Software und Hardware, die von der Valve Corporation entwickelt und vertrieben wird. Steam. Ist richtig. Endlich. Was? Ich hasse Steam. Endlich. Ich auch. Ja, Neuland 200. Mach ich. Neuland 200. Diese Plattform untersagte Erwachsenen den Zugang, da sie speziell für Schüler entwickelt wurde, um unter sich zu kommunizieren sowie Freundschaft zu pflegen. Ja, Kutsch hat schon gedrückt. Och, Mann. Welches? Also StudiVZ und SchülerVZ? Ja, SchülerVZ zählt. Naja, aber da ging es schon um Schüler und nicht um Studenten. Ja. Ich bin hier der Game Master, ich sag, das zählt, okay? Ich hab gewonnen. Nee, chill mal. Da kommt noch eine zweite Runde. Max, immer mit der Ruhe. Max, nimm mal die Was? Frage weg, dann bin ich Zweiter. Jetzt kommt Farino noch eine zweite Runde? Ja, es kommt noch eine zweite Runde. Ja. Ich habe alles so gemacht, dass ich jetzt Zweiter werde. Das ist völlig verkalkuliert jetzt. Das im Jahr 2008 gekürte Jugendwort beschreibt eine langweilige oder unangenehme Veranstaltung bzw. Feier. Es wird, ja... Max. Gammelfleischparty. Das ist die scheiß Gammelfleischparty. Ob du das weißt, ich bin so online bei den Jugendwörtern. Ich bin halt hip. Ich bin am Zahn der Zeit. Ich weiß, wie die Jugend spielt. Das ist so krank, Alter. Das ist so krank. Locker, aber Max hat aber letztens auf einer Ü30-Party und wurde selbst beleidigt. Ich bin auch 29. Ich bin Jugendlicher. Ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt nämlich noch ein zweites Board mit weiteren 5 Kategorien. Da kann man jetzt aufholen. Da gibt es jetzt die doppelte Punktzahl. Von allen 100 Chattern, die geantwortet haben, hat nur ein einziger gesagt, dass er seinen Sonntagabend mit seiner Freundin verbringt. Ein einziger. Wunderbar, Digga. Wunderbar.